Ja, hallo, hier bin ich mal wieder. Heute nicht aus meinem Auto, heute hier aus meinem Garten. Die Sonne ist wunderschön, die Energie ist klasse. Und warum melde ich mich eigentlich bei dir? Ja, ich habe ja erzählt, dass ich mich immer wieder mal melde von Zeit zu Zeit, wenn ich vielleicht die eine oder andere interessante Frage gestellt bekommen habe, die vielleicht auch ein breites Publikum interessiert. Und wie ich festgestellt habe, wenn ich jetzt so mit Menschen so rede, haben die keine Ahnung, was Wingwave ist. Vielleicht weißt du das ja auch nicht. Also ich habe jedenfalls festgestellt, dass Wingwave wohl noch nicht so ganz bekannt ist. Wie vielleicht einige wissen, bin ich ja nicht nur Hypnosetherapeut, sondern auch Wingwave-Coach und verbinde das auch in den Therapien. Wingwave ist eine hochinteressante Geschichte, kommt aus Amerika, wie so vieles, in dem Falle was richtig Gutes. Es hilft den Menschen, ist drüben schon alter Hut, ich glaube hier in Deutschland vielleicht seit 6-7 Jahren populär oder bekannt. Und was ist das nun eigentlich, Wingwave? Also Wingwave ist eine Technik, sagen wir mal, stressende Dinge zu verändern, positiv zu verändern. Das heißt, stressende Sachen erstmal aufzuspüren, was ist das für Stress, wo kommt der Stress her und letztendlich den dann auch aufzulösen. Also um das besser zu verstehen, gebe ich dir mal ein Beispiel. Ich habe das Beispiel auch auf meiner Webseite, ich finde das eigentlich ganz gut. Also stell dir mal vor, du würdest heute ins Bett gehen und schlafen, also die komischen Geräusche übrigens, ja, das ist Max, ja, der macht hier wieder so ein bisschen Wellness, ja, ja. Und okay, aber wie gesagt, stell dir vor, du gehst heute ins Bett, der machst die Decke zu, die Decke über den Kopf und schläfst dann halt irgendwann ein, dann kommst du ja in eine Traumphase irgendwann. Das kriegst du häufig gar nicht so richtig mit. Und in dieser Traumphase, das nennt man auch einen Alpha-Zustand, in dem Zustand verarbeitet das Gehirn, sagen wir mal so, die Dinge des zurückliegenden Tages. Das erkennt man zum Beispiel, diese Traumphase, wenn jemand schläft, also du selber kriegst das nicht mit, aber du kannst das zum Beispiel bei deinem Partner oder bei deiner Partnerin gut beobachten, wenn die schlafen, dass dann die Augen so hin und her rollen hinter den geschlossenen Augenlidern. Man nennt das auch REM-Phase, Rapid Eye Movement, kommt aus dem Englischen und bedeutet halt dieses Augen wackeln. In dieser Phase verarbeitet halt das Gehirn eben die zurückliegenden Ereignisse des Tages. Und jetzt ist es halt so, dass man nun auch noch Stress hat. Das heißt also, ich sag mal so, vielleicht arbeitet man in einer Firma, wo man sehr stark gefordert wird, wo man kaum zum Essen kommt, wo vielleicht auch unangenehme Kollegen sind, die am Stuhl sägen oder mobben und sowas. Es kann auch sein, dass man Stress innerhalb der Familie hat, der Partnerschaft oder einfach, dass man in einer Großstadt ist, dass da halt alles ein bisschen hektisch ist, dass das Verkehr extrem ist und so weiter. Und diese ganzen Sachen, die unterbrechen diese REM-Phase. Das heißt also, das ist ungefähr so, als würdest du dir eine DVD anschauen vom zurückliegenden Tag und das Ding ist permanent von Werbeblöcken unterbrochen. Dann klingelt irgendwann der Wecker und du hast es halt dadurch nicht geschafft, die DVD bis zum Ende zu schauen. Das heißt also, es bleibt noch was übrig. Also es ist nicht alles verarbeitet. Jetzt könntest du dir ja sagen, okay, ja, ist ja nicht so schlimm, gucke ich mir das nächste Nacht an. Ah, aber dummerweise entsteht ja über den Tag die nächste DVD. Und dein Gehirn ist halt so gepolt, das dann erstmal zu verarbeiten. Das heißt also, du hast dann eine DVD, die nicht zu Ende geschaut ist und das heißt also nicht verarbeitet. Wenn dir das jetzt allerdings bei der nächsten auch noch passiert und die nächste Nacht auch und so weiter, dann kannst du dir vielleicht in etwa vorstellen, was da so passieren kann. Wenn du das vielleicht über Tage, Wochen, Monate, sogar über Jahre ziehst, dass du lauter DVDs hast, die nicht zu Ende verarbeitet sind. Unterbewusstsein wächst das zu einem, ja man könnte sagen, zu einem riesigen Energiepotenzial an und diese Energie fehlt dir nachher am Tag. Das heißt also, wenn du da, sagen wir mal, sehr starke Faktoren hast, die dich stressen, die also in dem Sinne Stress auslösen, kann es dazu kommen, dass du eben vielleicht nicht über die Energie verfügst, die du eigentlich sonst hattest, was du gewöhnt bist, oder dass du sehr schnell müde wirst, dass du überfordert bist in der Arbeit, obwohl das Aufgaben sind, die du früher gemeistert hast. Es kann auch sein, dass du sehr schnell an die Decke gehst bei Kleinigkeiten, dass du dich schnell aufregst über Sachen. Es ist auch möglich, dass du eben dein Tagespensum nicht schaffst oder die ganze Zeit nur auf halbe Kraft läufst, vielleicht auch schon schwierig aus dem Bett kommst oder ähnliches. Das kann bei manchen Menschen, ich habe das selber erlebt, bis zum Burnout gehen.
Ich will jetzt also keine Angst machen, dass das nun die Folge davon ist. Nein, natürlich nicht. Das ist jetzt sehr extrem. Aber es sind halt Sachen, die deinen Organismus schwächen. Das ist ungefähr so, als hättest du jetzt im Haus oder einer Wohnung, sagen wir mal, Geräte, die jetzt Strom verbrauchen. So Fernseher, Stereoanlage, Videorekorder, Pipapo und so ein Zeug. Und die sind alle aus, sind aber im Standby. Das heißt, die sind eigentlich aus, verbrauchen aber trotzdem Energie. Und am Ende des Jahres hast du eine Stromrechnung, wo du denkst, wo kommt denn das Ganze her? Und genauso ist es im Körper auch. Das heißt also, die Sachen, die dich stressen, die verbrauchen im Prinzip Energie. Und die fehlt dir dann letztendlich nachher, um die Dinge zu erreichen oder zu machen, die dich im Leben wirklich beschäftigen. Das Wingwave ist jetzt eine total coole Methode, sagen wir mal, also diesen versteckten Stress erstmal aufzuspüren, und zwar diesen Ursprung des Ganzen, das heißt den Auslöser für den Stress oder für die Schwäche, die du hast, das kann auch eine Angst sein oder ähnliches, und dann nachher im Wachzustand zu verarbeiten. Das heißt also, mit dem Wingwave, das ist eine Technik, wie man die REM-Phase im Wachzustand imitiert. Also zuerst suchen wir raus, wo kommt der ganze Käse her? Und dann wird das im Wachzustand verarbeitet. Das heißt also, wir suchen die DVD raus, die am meisten Energie frisst, und schieben die quasi ab in den Kopf. Und da wird das Ding dann nachher zu Ende geschaut. Wenn die dann zu Ende geschaut ist, dann wird sie abgelegt und dann kann man sich um das nächste kümmern. Also so vereinfacht ungefähr, so funktioniert Wingwave, ist eine total coole Sache, hört sich einfach an. Ist relativ einfach, und das ist halt so, das Fantastische liegt halt wirklich in der Einfachheit dieser Geschichte. Es geht sehr schnell, es funktioniert recht gut, und ich habe festgestellt, wenn man das mit Hypnose in Verbindung bringt, geht es sogar noch ein bisschen effektiver und noch ein bisschen schneller. Also wenn du dazu noch Fragen hast, kontaktiere mich einfach, frag mich gerne, wir können auch mal einen Termin machen, wenn du das möchtest. Kennenlerntermine sind bei mir generell immer kostenfrei. Und da kannst du dich nochmal informieren, ob du jetzt zum Beispiel ein ganz spezielles Thema hast, ob man dafür das mit Wingwave halt irgendwie zu machen ist. Ja, das war es erstmal von mir, und ich sag mal tschüss, bis bald und ciao.